Stanley und Trödel, ein ungleiches Tierpaar. Trödel, der Stockentenerpel aus Rees, wurde als Küken allein aufgefunden. Silvia Feuchthofen hat ihn dann in ihrer Auffangstation aufgenommen und später festgestellt, die Ente ist blind. Dann ist er ja groß geworden mit zwei anderen Entenküken. Die anderen zwei Entenküken sind jetzt natürlich auch schon weg. Und weil er so ein bisschen mehr betüttelt werden musste, habe ich den dann immer so reingeholt und hat sich dann mit dem Hund angefreundet. Am Anfang war ich natürlich vorsichtig, ich habe geguckt, dass da nichts passiert. Aber wenn der wirklich eine ruhige Phase hat, dann liegt er da und dann kann ich den Trödel auch da draufsetzen und dann schlafen die gemeinsam. Jetzt nicht Stunden, aber so eine Zeit lang. Knapp ein Jahr ist Trödel jetzt alt. Schon als Küken hat er den Kontakt zu dem großen Bordeaux-Boxer-Mischling Stanley gesucht. Und der lässt sich von seinem kleinen Kumpel anknabbern und beklettern. Der Hund ist ein wichtiger Kontakt für den blinden Enterich. Wegen seiner Behinderung würde er bei seinen Artgenossen nicht überleben. Ich kann ihn ja nicht fragen, willst du lieber erlöst werden oder willst du wieder lieber weiterleben? Aber so wie er sich gibt, denke ich, ist es okay. Mag vielleicht falsch liegen, aber es gibt ja auch blinde Hunde. Es gibt ja viele blinde Lebewesen, die auch zurechtkommen. Und er kommt ja zurecht, er ist ja auch jetzt nicht auf sich allein gestellt. Er hat ja uns und den Hund. Und wenn in diesem Frühling wieder neue verwaiste oder verletzte Entenküken zu Silvia Feuchthofen in die Auffangstation kommen, bekommt Trödel eine besondere Aufgabe. Ich wollte jetzt mal versuchen, dass die Küken Anschluss bei dem finden, damit die nicht alleine sind. Sonst so ein einzelnes Küken, das piept sich ja tot. Das hat ja panische Angst, weil das ist ja verlassen von der Mutter. Dass er vielleicht einmal so als Pflegeente sein kann. Trödel könnte also bald Pflegeentenpapa werden. Jetzt aber kuschelt er erst noch mit Stanley.